Demografischer Wandel, das war und ist immer auch ein gesellschaftlicher Wandel. In der Regel werden für die Beschreibung dieses Wandels wissenschaftliche Arbeiten herangezogen, Statistiken, Zahlen, Bevölkerungspyramiden. Zwei Künstlern aus der Schweiz, nämlich Patrick Bolle und Andrea Keller, war das aber nicht genug. Sie wollten den gesellschaftlichen Wandel außerhalb von Zahlen und Statistiken erzählen mit einer außergewöhnlichen Idee. In der Innenstadt von Zürich eröffneten sie vor einigen Wochen ein Fundbüro, ein sogenanntes Fundbüro 2. Dieses Fundbüro ist eingerichtet wie ein normales Fundbüro. Es hat einen Schalter, der Schalter hat die übliche Glaswand, dahinter sitzt ein Schalterbeamter. Das Fundbüro hat nur eine kleine Besonderheit. Es können allein immaterielle Dinge als verloren, gefunden oder wiederentdeckt gemeldet werden. Das können Einsichten sein, Werte, Ideen, Sorgen, der Glauben, dass es besser kommt, Zuversicht, Angst vor dem Alter oder auch Vorfreude auf das Älterwerden. Das Projekt will zum Nachdenken einladen. Was habe ich in meinen verschiedenen Lebensphasen schon alles verloren? Was habe ich gefunden? Welchen Wert messe ich dem Gefundenen oder dem Verlorenen bei? Was verliere ich, wenn ich älter werde? Und was habe ich stattdessen entdeckt oder gefunden? Was würden Sie wohl in diesem Fundbüro 2 abgeben oder suchen oder wiederfinden wollen? Ich habe mich das auch gefragt. Was würde ich in diesem Fundbüro wohl melden? Welche Einsichten und Ideen habe ich im Verlauf der letzten Jahre bei der Erarbeitung unserer Demografiestrategie bis zum heutigen Gipfel gewonnen? Welche Annahmen habe ich aufgegeben? Oder im Bild zu bleiben, welche Sorgen und Bedenken habe ich in dieser Zeit verloren? Ich beginne mit dem, was ich verloren habe, nämlich eine Sorge. Und das ist die Sorge vor dem Kampf der Generationen. Politisch seien junge Menschen die Verlierer von morgen, so hieß es oft. Die Älteren würden sie wegen des demografischen Wandels wohl bald überstimmen. Dann werde Vergangenheit statt Zukunft gewählt. Wir haben eine große Debatte gehabt, etwa über das Familienwahlrecht. In den Arbeitsgruppen, in den vielen Dialogprozessen, in den Gesprächsforen und in den Umfragen, die wir auch im Rahmen unserer Demografiestrategie gemacht haben, hat sich aber gezeigt, dass die politische Blickrichtung unserer Gesellschaft schon immer nicht nur durch die persönlichen Interessen einer jeweiligen Altersgruppe geprägt war, sondern durch das eigene Umfeld und vor allem durch die Familie. Ein 50-Jähriger interessiert sich für die Ausbildung und den beruflichen Start seines Kindes. Eine 60-Jährige interessiert sich für die Jugendabteilung ihres Sportvereins. Und ein 70-Jähriger für die Kita-Plätze seines Enkelkinds. Politik für die Zukunft ist keine Frage des Alters. Es ist eine Frage der Lebenswelt. Spielen junge Menschen im eigenen Leben eine Rolle, dann prägen sie Haltungen. Man könnte auch sagen, Großeltern wählen Zukunft. Und alle die, die mit jungen Menschen zu tun haben, machen das auch. Der beste Weg, ein politisches Ungleichgewicht der Generationen zu vermeiden, ist nach alledem, was wir wissen, weniger die Sensibilisierung der Alten für die Themen der Jungen, sondern die Aktivierung der Jungen am politischen Leben überhaupt. Das haben wir in Großbritannien beim Brexit gesehen, wo die Wahlbeteiligung der jungen Menschen besonders niedrig war. Bei der Altersgruppe bis 24 lag die Wahlbeteiligung bei 40%, bei der Altersgruppe ab 55 bei 80%. In ähnlicher Weise haben wir das in Amerika gesehen und auch bei der letzten Bundestagswahl. Ja, wir bekommen eine Gesellschaft, die immer älter wird. Aber die Demografie ist für unser Land ein Rahmen, aber noch lange keine Richtung. Entscheidend für das Verhältnis von Alt und Jung wird nicht das Alter sein, sondern ein demokratisches Zugehörigsein, deren Qualität sich auch bei Wahlen zeigt. Tun wir gemeinsam alles dafür, dass möglichst viele junge Menschen bei der Bundestagswahl in diesem Jahr in die Wahllokale gehen, dass sie ein demokratisches Zugehörigsein und zeigen und genau das auf diese Weise mit Leben füllen. Meine Damen und Herren, nun sind wir heute hier am Berliner Westhafen zusammengekommen, der in den vergangenen Jahrhunderten, in den 20er Jahren, zum zweitgrößten deutschen Binnenhafen ausgebaut wurde.
Und Berlin war damals schon eine pulsierende Metropole, deren Einwohnerzahl auch damals schon die 4-Millionen-Grenze überstieg. Und fast 100 Jahre später leben in Berlin über 3,5 Millionen, aber die Tendenz ist steigend. Und zum 100. Jahrestag des Baus dieses Hafens kann man damit rechnen, dass in Berlin wieder 4 Millionen Menschen leben werden. Von Bevölkerungsschwund kann also in Berlin erstmal keine Rede sein. Aber es zeichnet sich natürlich in Deutschland insgesamt ein etwas anderes Bild ab, allerdings auch ein etwas anderes, als wir das vor 5 Jahren gesehen haben, als wir die Demografiestrategie verabschiedet haben. Und Thomas de Maizière hat eben von vergehenden Sorgen gesprochen. Damals sind wir davon ausgegangen, dass zwar die Ballungszentren weiter wachsen, aber die Bevölkerungszahl bundesweit doch abnehmen wird. Und jetzt sehen wir, dass wir bezüglich unserer Prognosen jedenfalls leicht im Plus liegen. Und das sind vor allen Dingen die Gründe Zuwanderung aus den europäischen Ländern, dem Raum der Freizügigkeit und natürlich auch die vielen Flüchtlinge, die in der letzten Zeit zu uns gekommen sind. Und deshalb wird Prognosen von heute zufolge Deutschland in den nächsten 20 Jahren eine recht stabile Bevölkerungszahl haben und in etwa auf dem Niveau von heute bleiben. Hinzu kommt, auch das konnten wir noch nicht so genau sehen, dass es uns heute, ich spreche immer von Momentaufnahmen, wirtschaftlich recht gut geht, die Erwerbstätigkeit auf Rekordniveau liegt, die Arbeitslosenzahl zurückgegangen ist und dass das natürlich Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme hat, das spüren wir jeden Tag. Und deshalb ist vielleicht auch in der Gesellschaft im Augenblick das Thema demografischer Wandel etwas weniger präsent in der öffentlichen Diskussion, wird nicht als ganz so drängend empfunden, aber ich glaube, das ist zu Unrecht. Denn wir müssen uns mit dem Thema und sollten uns mit dem Thema beschäftigen und hier im Raum tun das natürlich auch alle. Denn auch wenn wir in den nächsten 2 Jahrzehnten voraussichtlich eine stabile Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter haben, bleibt es bei der Grundtendenz, dass den Erwerbstätigen eine wachsende Zahl älterer Menschen gegenübersteht. Und so schön natürlich eine höhere Lebenserwartung ist, so sehr stellt uns das natürlich trotzdem auf eine Bewährungsprobe, ganz besonders auch mit Blick auf unsere sozialen Sicherungssysteme. Ich empfinde das auch als ganz seltsam manchmal, ich bin ja auch über 60 und aus dem Blickwinkel von Enkeln und Kindern ist man natürlich alt. Aber wenn man sich sozusagen unter Älteren bewegt, will in der Tat keiner alt sein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Man sollte sich auch dazu bekennen, so wie man sich dazu bekennt, jung zu sein, weil das Alter in seiner ganz anderen Ausprägung, als wir es vor 100 Jahren hatten, kann ja sein Gesicht nur zeigen, wenn es auch Menschen gibt, die zugeben, dass sie alt sind. Wenn ich immer erst ganz kurz vorm Sterben alt bin, dann kriegt das Alter auch kein Gesicht. Und dieses Gesicht des tatkräftigen Älteren ist, finde ich, also ich würde auch sagen, Mut zum Alter im positiven, selbstbewussten Sinne. Aber ich erlebe das auch selber, wenn ich sage, ich bin ja jetzt schon alt. Nein, keine Sorge und so und sehe noch ganz jung aus und man versucht es ja auch jeden Tag. Aber trotzdem finde ich, man muss es einfach akzeptieren. So. Jetzt aber zurück zum Thema im rationalen Sinne. Die Bevölkerungsentwicklung zeigt sich natürlich regional auch ganz unterschiedlich. Nicht umsonst ist der Minister, der sich mit den ländlichen Räumen ganz besonders beschäftigt, heute auch von Anfang an dabei. Wir haben Regionen, in denen die Bevölkerung deutlich wächst und wir haben in Regionen, in denen sie abnimmt und wir haben auch sehr unterschiedliche Durchschnittsalter in den verschiedenen Regionen Deutschlands. Und ich glaube, diese Vielfalt der Regionen wird sogar noch zunehmen. Das heißt, wir stehen vor bestimmten Herausforderungen. Und deshalb war es richtig, eine Demografiestrategie zu entwickeln, den Dialog voranzutreiben. Und dabei haben wir ja erlebt, dass alle gefordert sind, der Bund, die Länder, die Kommunen, die Sozialpartner, die Verbände, viele Bürgerinnen und Bürger. Denn es geht letztendlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Und Thomas de Maizière hat eben von Verlierern und Gewinnern gesprochen. Das ist ja die permanente und beständige Sorge. Und Politik hat natürlich die Aufgabe, an alle zu denken, für alle Vorschläge zu unterbreiten, um den Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft zu fördern. Aber natürlich gelingt uns das selten zu 100%. Und deshalb leben wir in einem permanenten Spannungsverhältnis. Und trotzdem haben wir uns mit diesen Fragen natürlich eigentlich täglich zu beschäftigen.